Harry sagt hallo und guten Morgen. Mit dem aktuellen Wetter hier am Barranco de Maspalomas. Heute am 25. September 2022. So, hier der Blick Richtung Meer, Richtung Faro. Ja, ihr hört's und ihr seht es auch. Wir haben Regen und es hat heute Nacht so um 3:30 etwa angefangen, doch stärker zu regnen. Und zwischendrin immer mal eine halbe Stunde, so wie jetzt, dann lässt es ein bisschen nach, dann wird es wieder so. Und wir haben schon das erste Wasser hier im Barranco, aber das ist noch nicht viel, aber man sieht es schon. Hier ein bisschen fließen, hier in der Richtung. So, und die Wolken, die hängen da ganz schön tief. Also es fließt noch kein Wasser im Barranco. Das sind jetzt nur so ein paar vereinzelte kleine Rinnsale. Ich habe aber zufällig gestern auch ein Bild bekommen vom Horst. Da sieht man das Wasser im Barranco. Das hänge ich euch mit an, aber nicht erschrecken. Das ist nicht von heute. So, ja, ich wollte eigentlich, war mein Plan, Richtung Strand, zum Strand laufen. Aber nein, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu feucht. Ich gehe jetzt mal hier bis zur nächsten Brücke. Und da ist der Pendel im Weg vom Schirm. Ja, Temperaturen so 22 Grad etwa. Kein Wind, es war gestern Abend ein bisschen Wind, aber jetzt im Moment. Alles so im grünen Bereich, ein bisschen weniger stark wie vorhergesagt. So und so geht man mit Handtuch nicht zum Strand, sondern vielleicht zum Einkaufen. Ja, hier auf dem Weg vor mir Pfützen, also mit geschlossenen Schuhen anziehen hier, das hat keinen Wert. Das wird so und so gleich alles feucht nass. Ja, ich nehme euch ganz einfach ein bisschen mit hier. Klar, und jetzt sagen alle Norddeutschen, das ist Schmuddelwetter. Genau, das ist es. Mehr ist es auch nicht im Moment. Aber die Vorhersagen, die haben dann doch anders ausgesehen. Und da freut man sich sogar, dass es nicht so eintrifft wie vorhergesagt. Hier mit den Kanalisationen an und auf den Straßen, da ist es ja auch nicht so weit her. Das heißt, das Wasser fließt halt irgendwo hin und dann auch irgendwo ab. Und wenn es jetzt so wenig wie jetzt regnet, dann ist es gar nicht mal so schlimm durch spazieren gehen. Ja, hier ist es ein bisschen heller, aber hier im Rücken ganz schön dunkel. Ja, auch das gehört dazu. Da ist ein Flachdach. Da wird ganz einfach ein Rohr
reingesteckt und dann umgeleitet das Wasser, keine Dachrinne oder Abwasserkanalisation. Das geht hier auf die Straße, auf den Weg und das fließt dann hier in den Barranco hinein. Also das ist ganz unspektakulär. Und fließen heißt dann hier auch erst, wenn man dann auch ein Geräusch hört, dann ist es als fließen zu bezeichnen hier im Barranco. Also ich weiß jetzt nicht heute Morgen, wie viel Regen jetzt hier in den Zulauf des Barrancos gefallen ist. Und danach richtet sich dann, wie lange es dauert, bis hier Wasser drin steht oder auch richtig fließt. Ja, die Natur, die atmet jetzt auf. Es war ja alles doch sehr trocken. Ja, und dann die Spekulationen über das Wetter, wie Wetterphänomen, wie sich das verändert hat. Ich bin ja jetzt ein paar Jahre hier und weiß, 1987, da gab es im Oktober 10 Tage Regen. So viel, dass die Straße zum Flughafen, und es war noch keine Autobahn, unpassierbar war. Das heißt, da konnten weder Flieger starten, weil die Gäste gar nicht da waren, noch also stehender Verkehr auf der kompletten Straße. Und da hat es im Oktober, da waren meine Eltern damals hier 14 Tage, da hat es 10 Tage geregnet. So, und da kommt auch irgendwo das Wasser von irgendeiner, in Kanalisation ist es nicht, sondern das ist sehr sauber, das ist Straßenwasser irgendwo, kommt dann hier in den Barranco mit hinein. So, und hier ist der andere, der Zulauf zum Barranco, der Nebenarm, der kommt jetzt von Richtung Sonnenland. So, leise Musik hier aus dem Hotel, dabei war. So, auch hier noch kein fließendes Wasser. Hier seht ihr Richtung Sonnenland im Hintergrund und das ist der Zulauf hier zum Barranco de Maspalomas aus dieser Richtung. So, und jetzt gehen wir aber auch rüber. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Wenn wir viel Wasser bekommen, das heißt fließend Wasser hier im Barranco, dann füllt sich erstmal die Chalka. Und wenn die Chalka voll ist, dann läuft das Wasser über, und zwar in Richtung Meer. Und wenn ihr seht, was jetzt hier so im Barranco an Blättern, an Staub und auch ja, Unrat nicht, kann man nicht sagen. Aber was hier alles drin ist, dann kommt das jetzt erstmal Richtung Chalka und dann geht es weiter ins Meer. So, Live-Musik hört sich so an, ja. Ja, die Gäste müssen unterhalten werden. Aber ich glaube, das ist die Musikanlage. Weil um die Uhrzeit jetzt Live-Musik zum Frühstück vielleicht. So, wir schauen jetzt aber auch mal hier in den Garten hinein, wenn wir schon hier stehen. So, die eine Richtung. Und hier die andere Richtung. So, nochmal jetzt die andere Seite hier. So,
So, jetzt kann ich den Schirm eigentlich zumachen. Ja, ihr seht, so schlimm ist es jetzt im Moment nicht. So, und so sieht die Poollandschaft aus im Hotel, wenn es regnet. Viele Hotels haben Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, hier zum Beispiel. Hier stehen die Schirme jetzt alle im Garten zusammengeklappt und es ist eigentlich so wie immer. Klar, man will sich keine Vorwürfe machen, wenn dann irgendwas durch die Luft fliegt. Ah, ich sehe gerade ein Restaurant, El Canal Grill früher, und da fällt mir dann gerade wieder ein Punkt ein. Manchmal gehe ich an Restaurants vorbei, die ich nicht erwähne. Das kann zwei Gründe haben. A, dass ich es nicht kenne, dass ich nicht zum Essen war, oder B, dass ich es kenne und dass ich schon mal da war und dass es mir nicht geschmeckt hat, ganz einfach. Und dann werde ich das ja nicht negativ, weil es kann ja an mir liegen, das ist ja meine Einschätzung. Aber in der Regel ist es so, dass man weiß, wo man essen geht und das dann dementsprechend schmeckt. Zum Beispiel hier in Beirut, da habe ich auch noch nicht gegessen, aber ich habe die Bewertungen gelesen und die waren gar nicht schlecht. So, das dazu. So, schauen wir noch mal hier rein. So, hier kann man mal wieder ein bisschen durchschauen. Das Volleyballfeld, der Sandplatz hier, die liegen. Kein Mensch im Pool, obwohl der auch nicht viel kälter ist wie gestern. Der Bademeister ist, glaube ich, hier außen. Der spricht gerade, so kommt es mir vor. Der hat nämlich so eine Jacke an. Der wird heute nicht viel zu tun haben, muss aber höchstwahrscheinlich seinen Dienst antreten. So, hier die Baustelle rechts. Ja, das ist ja immer schon irgendwie ein Restaurant gewesen. Bautätigkeit eingestellt im Moment. Ich brauche gar keinen Schirm. So, soll ich weitergehen Richtung Meer oder nicht? Ich glaube, das hebe ich mir für die Realität auf. Sehen tut man jetzt eh nicht viel, also ich gehe jetzt mal hier wieder die andere Richtung. Jetzt kann man ein schönes Panorama zeigen, die Berge hier an dieser Stelle. So, und den Autofahrern macht es Spaß, oft durch die Pfützen zu fahren. Oder sie wissen es nicht, dass hier eben keine Kanalisation ist, wo das Wasser gut ablaufen kann. So, schaut euch an, jetzt der Blick hier in die Berge und die Wolken von vorhin, die sind da auch nicht mehr ganz so stark zu sehen. So, und jetzt zum Thema fließendes Wasser im Barranco. Hier direkt.
Ja, ich kann leider noch keine Aussage machen, was hier auf der Insel oder anderen Inseln los war. Werde ich mir jetzt ansehen. Ja, ich nehme an, am Golfplatz. Da ist auch noch nichts. So, und hier solche Pfützen wie zum Beispiel hier jetzt rechts. Wenn man da ein bisschen schneller fährt und der andere auf dem Gehsteig rechts daneben, der braucht dann auch nicht duschen heute Morgen. So, und dann, wenn wir schon hier sind, da vorne ist Chinese Bamboo Garden. Habe ich gegessen, habe mir auch was mitgenommen. Kann man sehr gut essen. Hier Rustico auch. Das sind aber mehr so Kleinigkeiten, so Tapas. Da müsste man dann auch so etwa 3 bis 4 bestellen. Als Menüessen, also dass man satt wird. Und hier rechts ist das Restaurant vom Golfplatz. Da hat ja auch der Klaus berichtet, frühstücken. Da kann man auch essen, frühstücken unter anderem. Auch gut, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, also nicht so teuer, wie man sich vielleicht vorstellt. Ich gehe jetzt absichtlich hier lang. Das ist jetzt die Straße, die nach Playa de Ingles führt. Und zwar da vorne an der Ecke hier von der Anlage links, da ist ein kleiner Supermarkt. Und da war ich auch noch nie drin. Doch einmal, aber ist nicht Jahre her. So, und da möchte ich jetzt mal ganz einfach mal reinschauen. So, und dieser Supermarkt, da das Schild jetzt draußen steht, scheint auch, ja, die Tür ist auf, sonntags geöffnet zu haben. Vielleicht für das Wasser oder die Semmeln. So, und hier geht es die Treppe runter. Der Laden hat auf. Ich werde ihn mir anschauen. So, alle spielen Golf bei schönem Wetter und ich gehe auf den Golfplatz bei Regen. Ich habe gerade mit dem Ja, mit einem Mitarbeiter hier gesprochen und der sagte auch, Mann, hat der sich gefreut, jetzt stellt sich auf die Straße und hat durchgeatmet und sagt, das ist schön für die Natur, ganz klar. So, ein bisschen dunkel hier. Also jetzt hier mal bei nicht schönem Wetter, nein, bei nicht Sonnenschein. So, hier am Golfplatz. Hier ist das Restaurant, hier kann man frühstücken, Mittagessen, Abendessen, Snacks zu sich nehmen. Ja, das sieht schon alles schön aus hier. Und das ist auch so einzigartig, sage ich jetzt mal. Ich zeige es euch gleich. Ich habe es schon einmal in einem kleinen Video erwähnt. Der Blick. Der Blick hier ist traumhaft, denn man hat hier, ich sage euch, an dieser Stelle
ein bisschen weiter drüben, da gehe ich jetzt nicht hin, aber man hat hier die Dünen und Meerblick ganz da vorne, wenn man jetzt, das sind die Dünen von Maspalomas und dann sieht man dahinter das Meer. Oh, ich stehe im Wasser, aber richtig tief. So, also hier ist noch Platz, hier könnt ihr spielen. Es gibt sicher kein Gedränge heute. So, die kleine Runde am Golfplatz haben wir auch gleich gemacht. Jetzt seht ihr, was alles möglich ist bei schlechtem Wetter, bei Nicht-Sonnenschein. Ja, ich habe gerade noch mal mit dem Mitarbeiter gesprochen. Er sagt, es kann ohne weiteres sein, dass da doch Gäste zum Spielen kommen. Aber jetzt so früh wohl nicht. So, der Bus hier, der fährt nach Tejeda. Und ihr seht, ihr könnt hier direkt nach Tejeda fahren. Ich glaube, das war die Linie 18, für den, der es wissen möchte. So, ich bin jetzt hier wieder am Supermarkt. Ich gehe jetzt mal einen anderen Weg. Ja, schaut euch diesen Baum an hier. Der ist so gewachsen, dass er jetzt bis über den Weg reicht und ein richtiges Dach ist. Guckt euch das an. So, und das gehört mit dazu hier, Wasserpfützen. Ja, das sind so Schleichwege, wie man sagt. Ja, und hier im Campo International, hier gibt es schon einige Pfützen. Die sind schon richtig. Also hier gehe ich jetzt nicht rüber. Hier ist mal ein Abfluss, ein Straßenabfluss. Und es kann sein, dass dieses Wasser dann auch irgendwo in den Barranco geht. So, ich muss aber darüber. Ich möchte darüber, ich muss gar nicht. Ja, ihr seht, auch hier fließt das Wasser. Ja, ist es vielleicht schon mal jemand aufgefallen, dass hier die Häuser auch kaum Dachrinnen haben. Es gibt ganz wenige, die, und wenn sie montiert sind, dann schon recht abenteuerlich, dann nimmt man irgendwelche viel zu kleinen Rohre. Und wenn es dann regnet, dann schießt das Wasser über diese angebrachten Dinger. Ich habe da in der Nachbarschaft eins und immer wenn es regnet, geht das Wasser oben drüber. Also nur wenn es tröpfelt, geht es in die Rinne. So, schaut euch an die Natur. In ein paar Tagen werden wir sehen, so, und jetzt möchte ich meinen Rundgang dann aber auch beenden und sage ganz einfach bis später zur Realität. Ihr wart fast live mit dabei und einen schönen Sonntag. Hasta luego.